Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und ich möchte euch heute mal einen Vergleich zeigen, einmal zwischen der Stiel BGA 86 Laubblasgerät und einmal den Husqvarna 525X Profi Laubblasgerät. Das sind zwei leistungsstarke Bläser. In den Videos im ersten Kommentar verlinke ich euch, wo ich die Geräte einzeln vorstelle. Ich möchte euch bloß jetzt einmal einen Vergleich vorstellen. Ihr solltet eine gescheite warme Winterhandschuhe haben, wo wir noch ein Gefühl haben, vernünftige Jacke und einen Gehörschutz natürlich, weil die Geräte sind ein bisschen laut. Fangen wir mal mit dem Stiel an. Mein Fazit, kauft beide Geräte, da geht am meisten. Also, ernsthaft. Stiel hat zwei Düsen dabei, einmal die ovale, wo mehr Druck bringt, dann ist noch eine runde dabei mit mehr Luftvolumen. Von der Lautstärke her haben wir bei 104 Dezibel, ist ein bisschen leiser wie das Husqvarna. Haben beides leistungsstarke Zweitakter. Husqvarna, gewichtmäßig haben beide ähnlich. Leistungsfähigkeit finde ich vom Husqvarna ist ein bisschen besser, hat ein bisschen mehr Power. Lautstärke ist ein bisschen lauter, wo ich aber rein subjektiv vom Gehör da keinen großen Unterschied feststellen soll. Rein rechnerisch vom Ohr her haben normal 3 Dezibel mehr doppelte Lautstärke. Aber wie gesagt, ich empfinde es jetzt nicht so laut, aber das Husqvarna hat wesentlich mehr Power, obwohl es die runde Düse ist, wo es eigentlich weniger Power hat wie die flache Düsen. Macht richtig Spaß. Mit beiden Geräten zusammen geht natürlich noch mehr. Ist halt ein bisschen kostspieliger dann das Ganze, aber macht noch mehr Spaß. Wichtig ist, ich würde auch für die Naturbaustour, der hat nicht unbedingt das Laub alles ganz weg. Am besten, wenn ihr so Baumhecke habt wie ich, blast es einfach in die Baumhecke rein, dann können sie die Tiere drunter auch verkriegen und haben auch was davon. Ansonsten, wenn Büsche oder Hecken haben, kann man natürlich da auch ein bisschen Laub drunter lassen. Wenn man nicht so viel Lärm haben möchte, gibt es natürlich auch alternative Akkugeräte oder man kann natürlich auch einen klassischen Laubrechen benutzen. Ich verlinke euch im Anschluss von den Videos auch die einzelnen Geräte, von den einzelnen Vorstellungen, wo man es genau vorstellt, Einzelnummern mit allen Daten.
Und ich verlinke euch auch zu unserem Webshop, da wo die ganzen technischen Daten zum Finden haben und die Preise. Einmal für die Geräte, einmal vom Gehörschutz, für die Handschuhe und auch für die Jacke, wenn ihr da was vernünftig haben möchtet. Würde mich freuen, wenn ihr bei mir vorbeikommt und das kauft. Oder ihr könnt es natürlich auch bestellen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es ja gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir. Das war wieder euer Bernhard Eschbaumer an einem sonnigen Herbsttag. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, Abend. Dankeschön. Jetzt habe ich noch was vergessen. Und zwar, was noch ein wichtiger Unterschied ist, gerade für den Benutzer. Beim Stiel habt ihr ein gerades Rohr, wo gerade das aus dem Gehäuse rauskommt. Heißt, das Ganze ist ein bisschen außermittig. Heißt, es geht mehr aufs Handgelenk. Wenn ihr länger arbeiten müsst, ist das Husqvarna-Gerät ergonomischer. Weil hier, wenn man da drauf schaut, dann macht das Gehäuse so einen Bogen und das Rohr geht dann in der Mitte vom Gehäuse praktisch raus, durch den Bogen, wo wir hier haben von der Luftansaugung her. Hat den großen Vorteil, wenn ihr länger arbeitet, ihr kriegt hier aufs Handgelenk weniger Druck. Ist angenehmer, weil dann habt ihr da nicht so leicht Probleme. Ist ja gerade, wenn so einer beruflich macht, der wo viel machen muss mit dem Gerät, ein Vorteil nochmal gegenüber dem Stielgerät. Ja, trotzdem, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön.